Und wir sind rein assoziativ auf die Idee gekommen, das Thema des Geruches in den Mittelpunkt zu stellen. Ich zum Beispiel stinke nicht absichtlich. Also das geschieht mir im Rahmen meiner depressiven Tätigkeit. Also es ist nicht so, dass ich absichtlich jetzt ostentativ stänke. Also diese meine Entwicklungsproblematik liegt also im rein zufälligen Bereich. Über dieses Thema wollen wir also heute reden und möchte ich den Herrn Professor Deix bitten, ganz kurz. Lieber Herr Deix, ja. Jetzt habe ich Sie zum Professor gemacht, dass Sie gar nicht sind. Ich habe diese akademische Würde mit Freude registriert. Aha. Toll, ja. Wahrscheinlich sitzen wir verkehrt, Telefon, wird uns jetzt Telefon, der Regisseur Telefon, sagen. Hallo, Telefon. Ja, ja, Telefon. Der wird uns jetzt sagen, ja, Fettbergs nette Leitshow. Wir sitzen verkehrt, ja, aber es ist mir nicht gelungen, den Herrn Professor auf diese Seite zu bewegen. Aha. Geht schon, siehst du? Es ist praktisch, einen Regisseur zu haben. Ich danke dir, lieber Kurt. Wollen Sie etwas trinken? Gerne. Bago oder Underberg? Na, im Ernst. Rotwein. Frucade oder Eierlikör? Rotwein. Na, das haben wir leider nicht. Oasparti. Frucade oder Eierlikör? Eierlikör. Ach weh. Das Stamperl ist ja so schön wie von Ihnen gemalt. Eben. Okay, ich möchte lauschen. Ja, da kriege ich irgendwie Gefühl. Oh. Ja, das ist okay. Und jetzt stoßen wir an. Darf ich Professor sagen? Sie, Servus. Ja? Hallo. Servus. Hallo, Prost. Lieber Herr Professor. Yes. Sie zeichnen. Ja. Die dargestellten Persönlichkeiten Ihrer zeichnerischen Intentionen sind sozusagen jenseits von mir, also fast noch schierer als ich. ist diese Ihre Intention, wie soll man sagen, also hat das eine kartatische Funktion? Ich meine, ermutigen Sie durch Ihr Zeichnen zum sich gehen lassen, oder ist es eine Art erhobener Zeigefinger, eine Ermahnung, zurückzukehren zu den hehren Idealen der Tugenden, der Schönheit und der Ästhetik? Ja, es ist eine Mischung aus einigen Dingen. Ja. Es ist so, dass ich Appetit und Gusto auf Schönheit habe. Das ist einmal Wahrheit. Ja. Sie entsprechen nicht ganz diesem Guster. Aber das macht nichts. Das ist egal. Nein. Ja, ich bin hetero. Ja! Einzel, gut. Die Dinge, die ich zeichne, haben mit meinem wirklichen Appetit auf Schönheit zu tun, weil ich aufgewachsen bin in einem Dorf oder in einer Stadt, in St. Pölten bzw. in Böhmkirchen, das sind zwei Landgemeinden, und dort war ich eigentlich umzingelt von merkwürdigen Leuten. Ja? Und ich habe mir immer gedacht, der Bevölkerung heute. Das meine ich, ja, völlig richtig. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie meinen, es müsste außer der Bevölkerung hier noch etwas zu holen sein auf dieser Erde. Exakt, Sie interpretieren völlig richtig. Ja, ja, und ich habe mir immer eher, na, ich habe mir das von der Seele gezeichnet. Ja? Ich habe das Bedürfnis gehabt, Dinge zu zeichnen, also die Leute, die mich umgeben haben, von denen ich mich eigentlich bedroht gefühlt habe, mir das von der Seele zu zeichnen. Und das habe ich gemacht. Und davon lebe ich bis heute. Und die Leute kaufen es, schauen es an und sagen, so will ich nie sein. Mhm. Völlig richtig, ja. Eigentlich ein Finsterling. Wenn Sie so wollen, ja. Weil auf diese Weise wird sich der Bevölkerung ihrer, das Telefon liegt nicht auf,
wird sich die Bevölkerung ihrer Problematik bewusst und sagt sich, pfui, bin ich schier. Den Effekt habe ich nie erreicht. Es haben die Leute immer so reagiert, als ob sie davon nicht betroffen wären. Das war ein einsamer Lacher, aber der sollte... Das war nämlich eigentlich ein Mordslacher jetzt. Ja, ja. Ja. Okay. Und das Zeichnen von schönen Dingen... Da wird mir der Arsch einschlafen dabei. Ja. Oh. Ja. Ja, weil es einfach langweilig ist. Ja. Ich soll Models malen oder ja. Dressmen malen. Ja. Das wäre mir viel zu fad. Ja. Und ich hab, wie gesagt, ich habe das nie vorgehabt, hässliche oder schöne Dinge zu zeichnen. Ich habe das gemacht, was in mir drinnen war. Ja. So ist das. Die zweite Herangehensweise an ihr Dasein ist dann das Halt. Also, sag mal, eine Katze ist schön. Oh. Zwei Katzen. Noch schöner. Ein libertärer Haushalt. Oh. Und drei Katzen. Wie viele Katzen haben Sie? Also, ich habe, also, ich meine. Gar keine? Also, das wäre wirklich was? Gegen das Menschenrecht. Also, wenn ich. Also, wenn ich Katzen. Na, wenn ich in meinem Haushalt Katzen zum Aufenthalt zwänge. Die würden sich wohlfühlen dort. Na, also, es ist so, ich komme ja manchmal nicht einmal dazu, meine Blumen zu gießen. Ja. Das heißt, also, das wäre schrecklich für die Katzen. Die Problematik der Katzen ist ja die, eine einzelne Katze betrachten ist ja eine meditative Kontemplation, wo man sich versenken kann. Geht so ein bisschen weniger intellektueller. Ins Betrachten, also man schaut also eine Katze an und fühlt sie wohl. So ist es. Und das wollte ich hören. Genau. Exakt. Lieber Herr Professor. Yes. Indem Sie jetzt diese Katze ihre majestätische Würde der vereinzelten Existenz nehmen, die man anschaut, und Fülle in ihre Wohnung geben, entsteht ja auch eine Katzensoziologie, also ein Katzensoziales. Ja. Ein was? Ein Katzensoziales. Ein Katzensoziales. Also ein Haufen Katzen. Lass ich durchgehen, okay. Und verstehen Sie, ich bin Sadomasochist. Okay. Jetzt passen Sie einmal auf. Wollen Sie Fotzen haben, oder was? Nein, wie will ich? Gut, Sadomasochist. Also, jetzt ist es so. Also, jetzt bitte um Verzeihung. Nein, nicht, überhaupt nicht. Kein Problem. Nein, das ist so. Sonst gern. Nur jetzt haben wir. Gut. Na, jetzt haben wir Show. Jetzt nehmen wir auf das auf. Also, Schnaubs. Darf ich das? Darf ich das? Ja. Und es ist jetzt so. Also dieser Haufen Katzen... Darf ich das da einlösen? Ja, gern. Okay. Dieser Haufen Katzen... Ja. Aber sie kriegen dann Bauchweh. Was heißt Haufen? Auf also, das Haufen kriegen? Ja, den Sadomasochismus zurückzukommen. Ja. Also jetzt stellen Sie sich vor, das ist ein Herr oder eine Domina, ja, hat 7 Sklaven oder Sklavinnen. Mhm. Die hängt sie jetzt der Reihe noch auf und peitscht so willkürlich aus, wie sie es gerade braucht. Ja, jetzt also stellen Sie sich bitte vor, aber bitte. Ja, jetzt stellen Sie sich bitte vor, Welt, Sie sind einer dieser Sklaven. Ja. Und aber die Herrin oder der Herr beschäftigt sich, glaube ich, mit einer anderen Sklavin oder einem anderen Sklaven. Ja, und wie geht's denn da? Das ist bitter. Ja? Ich meine, zwar leidet man jetzt keine körperlichen Qualen, aber man hat einen gewissen Zuwendungsmangel. Ja. Also, es ist so. Sie müssen sich vorstellen, jetzt hauen Sie diese majestätische Katze in das Rudel der anderen Katzen hinein. Oh. Sie nehmen ihr ihre Seinswürde. Jetzt wird diese Katze sozusagen entweiht und muss sich behaupten in dem Rudel. Ist doch ein Scheißdreck, stimmt. Nein, es ist ja eine Erfindung. Die Soziologie? Nein, aber die Soziologie. Also, wenn Sie jetzt, draußen geht, schauen Sie, bitte. Wenn ich jetzt da in einen Haufen von Leid eingekaut wäre, ja, sagen wir... Sagen wir jetzt zum Beispiel in Belgien, wo mich niemand kennt. Nee. Da muss er mich behaupten. Ja. Da bin ich ein Star, ist kein Problem. Nee. Aber in Belgien ist das ein Problem. Wer braucht Belgien, die sagen? Nein, das ist jetzt, da geht es jetzt überhaupt nicht um Chauvinismus, sondern wie geht es der Katze im Rudel? Was die geschieht Katze mit der Katze? Mit dem Rudel? Irrsinnig gut. Nein, also ich habe wirklich die Erfahrung, der Höchststand... meiner Katzen, waren 96, ja, und die haben sich blendend gefühlt. Jede hat mit jeder gekonnt, alle waren Tutti miteinander, also wirklich auf Dulli und auf Leinwand. Jede Katze hat mit der anderen Liebe gehabt und die haben, ich habe wirklich Angst, sie heißen Feldberg, ich habe Katzenberge zu Hause liegen, ja.
In der Nacht sind die im ganzen Haus, und das ist ein kleines Haus. Ich habe ein Buch daheim, Was tun mit toten Katzen? Wie, was? Ich besitze ein Karikaturenbuch, Was tun mit toten Katzen? Naja, das vergessen wir. Eher, ne? Aber im Ernst, kein Problem mit Katzenrudeln. Na, wirklich nicht. Mhm. Gut, dann hätten wir dieses Thema erledigt. Gott sei Dank. Das ist ja wahrscheinlich, Ihnen wahrscheinlich geht das eh schon immer am Geist, weil dieses blöden Kotzen. Jetzt müssen wir eine Dose schießen zum Wochenausklang. Wollen wir das machen? Ja, weiß man. Lieber Herr Professor. Ja, du hast es. Okay. Ich muss mir die Hose richten, Sekunde. Bitte? Ich muss mir meine Hose richten. Ja? Das ist so, aber das ist nicht notwendig. Dass es auch gut ausschaut. Nicht? So. Das ist nicht notwendig. Und jetzt aber die Hose ist eng genug. Schon, gell? Ja. Du hast irgendwas gesagt, dass dir das ganz gut gefällt. Ja, das schau mal her. Backside. Oh okay. Ja, etwas flach. Oh. Also, was? Flach? Boah. Bei uns. Der Lieferung. Und jetzt muss da, ich das? Bei uns älteren Herren wird es dann so. Nein, hinterm Strich, nicht vor dem Strich. Ja? Da, hinterm Strich. Hinter dem. Danke. Also da, ab hier. Und jetzt daneben, wie, bitte. Wie viele Chancen habe ich? Eine. Von auf unten auf. In die Hogerln gehen und von unten auf. Verstehe. Oh. Oh. Das war aber ganz genau. Haarscharf daneben. Danke. Okay. Danke. Genau. Und zwar mir rechts. Ja. Ich muss mich auch erst wieder ans Fragen gewöhnen. Aber es wird dann im Laufe der Abende wird es schon noch werden. Wir beschäftigen uns also heute mit den Fragen des Geruches. Jetzt habe ich gar nicht richtig gefragt, ob die Katzen stinken.